noch Susi? Bist du eine neue Bastlady bekommen, Sammy? Ich bin müde. Mein Körper schmerzt. Lass dich nicht ablenken. Die Idee vom großen Tibidabo wird zu dir kommen. Oh. Oh. Susi, hier ist die Idee. Mhm. Ein anderes Haus? Das gefällt mir. Puh. Heile dem großen Tibidabo für diese Idee. Ah, mit Inspiration geht die Arbeit schneller. Hallo Leute, heute bauen wir ein Haus. Im altertümlichen Stil. Das hatten wir noch nie. Heiliger Bim-Bom. Warte, Sammy, du fängst vom falschen Ende an. Wir haben noch zu tun, bevor wir zur Beleuchtung kommen. Oh, sorry. Vielleicht überreichen wir allen, die das gesehen haben, ein paar Blumen als Entschuldigung. Ich fürchte, selbst wenn wir alle Blumen von unserem Haus sammeln, wird es nicht genug sein. Okay, dann bin ich das Hauptgeschenk für heute. Wenn es dir nichts ausmacht, Sam, behalte ich dich für mich. Ich brauche wirklich einen guten Freund und Bastler wie dich. Oh, das höre ich gerne. Sammy, du hast nicht erwähnt, dass Happy in dieses Haus einziehen wird. Ist es für ihn? Upsi, vorsichtig und vergessen. Happy, Kumpel, wo bist du? Leute, wenn ihr nicht mehr wisst, wer Happy ist, dann schaut euch unser Video mit dem Minicamper an. Der Link ist in der Beschreibung. Die Daumen-Hoch-Taste ist auch in diesem Bereich. Es wird viele gemütliche Möbel im Haus geben. Also lasst uns die Kissen platzieren. Auf dem Sessel und das Sofa. Fantastisch. Susi, ich habe Happy nicht gefunden, aber ich habe das zusammengebaut. Großartig, Sammy. Das sieht toll aus, oder? Susi, hilf mir, den Tisch abzustellen. Sonst fällt er. Ich hab ihn. Wow, was für ein geräumiges Regal. Ich weiß schon, was ich da reinstelle. Schau dir diese schönen Teller an. Wow, erstaunlich. Es ist schade, Kuchen von ihm zu essen. Falls ihr es noch nicht wusstet, das ist das höchste Lob von Sam. Sammy, was sollen wir hier hinstellen? Blumentöpfe. Nein, Bücher. Nein, nur Töpfe. Oh, ich bin verwirrt. Da du dich nicht entscheiden kannst, stellen wir einfach alles rein. So zum Beispiel. Susi, beeil dich. Ich habe schon fast alle Möbel zusammengebaut und du hast nur zwei Regale gefüllt. Ich bin dran, Sammy. Lass uns das hier hinstellen. Und eine warme Decke. So wird es noch gemütlicher. Darf ich mich hinlegen? Lass uns erst das Haus fertig bauen. Du hast dich doch gerade erst in der Lotushaltung entspannt. Das ist lange her. Ich muss mich erfrischen und dieses Waschbecken ist zu klein. Oh, Sammy, was machst du da? Geh in unser Badezimmer und benutze dort das Waschbecken. Das dauert zu lange. Ich will nichts verpassen. Und ich denke, in unserem Haus fehlt Musik. Das stimmt, Sammy. Sonst wird es zu still. Das ist echte Magie. Susi, du bist jedes Mal besser. Danke, Sammy. Und wie ich sehe, hast du nicht nur herumgealbert. Ich kann nicht zu viele Blumen geben. Ich rieche schon ihren Duft. Ich trage auch zu diesem botanischen Garten bei. Lass uns eine Aktivität für unsere Bewohner finden. Susi, was denkst du? Sehe ich in diesem Hemd gut aus? Oh, richtig. Dame. Danke, Sammy. Oh, danke schön. Aber was habe ich gemacht? In meiner Kindheit habe ich gerne Dame gespielt. Leute, Daumen hoch, wenn ihr das gerne spielt. Ich habe nie Dame gespielt. Wird es so gespielt? 1, 2, 3. Warte, Sammy. Willst du Billard spielen? Du brauchst einen anderen Tisch, um Pool zu spielen. Und du brauchst Kös. Und was ist denn Dame? Muss ich etwas ankreuzen? Leute, ich muss Sam erklären, was Dame ist. Wir machen eine kurze Pause. Puh, die Erklärung der Regeln hat eine Weile gedauert. Wir haben auch eine Runde gespielt. Und ich habe gewonnen. Der Anfänger ist glücklich. Hm. Vielleicht bist du so gut und bringst die Steine an. Okay. Aber nur, um dein Scheitern zu feiern. Ein Problem weniger. Jetzt bauen wir eine Wassermühle. Das ist echt altertümlich. Das Haus wird im orientalischen Stil gebaut. Also wird auch der Eingang ungewöhnlich. Der Kreis hat eine große Bedeutung in der orientalischen Kultur. Er symbolisiert den Himmel. Und hier ist die Treppe zum Himmel. Was machst du da, Susi? Über unser Haus sprechen. Und du hast etwas in der Mitte vergessen, Sammy. Habe ich es verloren? Ach, du kriegst mir noch eine. Wo ist es? Sammy, hier ist es. Du bist so vergesslich. Aber keine Panik. Wir finden immer eine Lösung. Wir bringen es sorgfältig an. Genau so. Fertig. Kein Grund zur Sorge. Susi, du hast mich gerettet. Nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ein Baum? Du bist sehr großzügig, Sammy. Susi, das sieht gut aus, aber ein Dach reicht nicht für unser Haus. Sieh dich all das Zeug an. Wo sollen wir das hinstellen?
Das geht nicht. Wir brauchen mehr Dächer. Noch mehr Dächer. Du bist so gut, Susi. Ich bekomme sogar eine Gänsehaut auf meiner Gänsehaut. Das wird ein bisschen länger dauern. Ach schon. Susi, wir müssen etwas tun. Es gibt viele Fenster und ich bin ganz allein. Hier bin ich, um dir zu helfen. Wir drücken es so rein. Das kommt hier hin. Und das darunter. Ich habe es gesehen, Susi. Es ist unfair, Magie nur für dich zu benutzen. Du hast recht, Sammy. Lass mich dein Fenster bauen. Das ist besser. Und ich esse einen Snack. Der letzte Schliff. Fertig. Puh, die Lampen sind fertig. Jetzt kommen wir zum Haus und der Einrichtung. Wow. Hier gibt es sogar ein Teich. Ich möchte hier leben. Das haben wir doch schon besprochen, Sammy. Das Haus ist zu klein, selbst für dich. Susi, du weißt, wie man Träume platzen lässt. Eines Tages werde ich mir so ein Haus kaufen. Wow. Willst du mich einladen, bei dir zu wohnen? Sicher, aber lass dich jetzt nicht ablenken. Was kommt als nächstes? Wir beginnen mit der ersten Etage. Hier wird es 6 Zimmer geben. Hier richten wir das Billardzimmer ein. Hier das Wohnzimmer und hier das Musikzimmer. Richtig, Sammy. Yay, so cool. Klopf, klopf. Slime Sam kommt zu Besuch. Was heißt du hier? Hier gibt es keine Wände. Wir sollten das ändern. Das ist besser. Oh, meine Güte. Mir geht's gut. Weil es noch eine Etage gibt, brauchen wir eine Treppe. Und daneben bauen wir einen kleinen Schrank. Genau wie in den Harry Potter Filmen. Erinnert ihr euch? Der Schrank oder der Treppe? Hast du angefangen, die andere Seite des Hauses einzurichten, Sammy? Natürlich. Lucy, glaubst du, dass diese Trennwand vor dem Klang der Musik schützt? Na, ich hoffe, dass unsere Bewohner nur schöne Melodien spielen. Denn das Nachbarzimmer ist für die Gäste. Seht euch diesen Kirschbaum auf der Tapete an. Und das Essen für unsere Gäste wird nur auf schönem Geschirr serviert. Und hier haben wir das Billardzimmer, stimmt? Lass es uns sofort einrichten. Wird gemacht. Wir müssen etwas mit diesen Pflanzen machen. Wo sollen wir sie hinstellen? Und wenn wir einen Wintergarten anlegen, der wird cool aussehen. Ja, wir stellen ein Regal mit Pflanzen vor das Fenster. Und in der Mitte ein Holzpodest. Das sieht fantastisch aus. Oh shit, ich habe vergessen, die Wand anzubringen. Und wir stellen auch das Regal mit den Blumen auf. Sehr hübsch. Nur noch ein paar Handgriffe und fertig. Du hattest recht, Sammy. Dieser Wintergarten ist eine tolle Idee. Lass uns diese Blumen schützen, damit sie nicht einfrieren. Die werden alle im Warmen stehen. Fantastisch. Gleich ist das Zimmer fertig. Alle Lampen sind an ihrem Platz. Also bringen wir die Decke an auf 2. 1. 2. Okay. 3. Und 4. Jetzt haben wir es. Warte, wir sind noch nicht fertig. Gib mir einen Moment. Jetzt kannst du gucken, aber nicht lange. Wir müssen weitermachen. Nun lasst uns alles arrangieren, um es gemütlicher zu machen. Schau dir diese ungewöhnliche Lampe an, Sammy. Was haben wir hier? Ein Nachttisch? Ich denke, ich weiß, welches Zimmer das wird. Ein süßes Schlafzimmer. Susi, ich möchte das auch in meinem Zimmer haben. Alles ist möglich, Sammy. Wenn du es aus deiner eigenen Tasche bezahlst. Susi, du überschätzt meine Sparfähigkeiten. Wo soll ich so viel Geld hernehmen? Ich weiß, wo du dein ganzes Geld versteckst, Sammy. Verkauf dich nicht unter Wert. Themenwechsel. Das Badezimmer ist noch nicht fertig und die Sonne geht unter. Hast du es eilig? Dann lass es uns beschleunigen. Denk nach, was hier noch fehlt. Susi, ich glaube, uns fehlen Wände. Oh, und wo ist unser Pool? Wir haben hier einen freien Platz. Happy, komm her, Junge. Wo bist du hin? Sam, wie ich sehe, hast du den Eingang vorbereitet, während du nach Happy gesucht hast. Brauchst du Hilfe bei der Suche? Nö, er spielt Verstecken mit mir. Er wird kommen. Ich warte einfach. Du bist so stur, Sammy. Währenddessen richten wir den Garten her. Hier können wir Dame spielen. Und wir haben einen schönen Weg im Garten. Susi, ist es okay, dass ich hier einen kleinen Garten angelegt habe? Gute Arbeit. Und ich kümmere mich um den Teich mit den Lotusblumen. Es sieht großartig aus. Wir sind fast fertig. Sammy, zeig mir, was du hier hast. Wow, so schön. Du solltest Landschaftsdesigner werden. Echt? Ich werde das zu meiner 5-Jahres-Planliste hinzufügen. Ich werde dich dabei unterstützen. Das Haus ist fast fertig. Ich bin gespannt auf das Endergebnis. Wir müssen nur noch die Dächer anbringen. Glaubst du, dass es unseren Zuschauern gefallen wird? Sicher, Susi. Dann präsentieren wir es.
Das ist das Paradies. Leute, wenn euch diese Bastelei gefällt, dann Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Und jetzt hüpfen wir auf dem Spielzeugbett. Sammy, sei vorsichtig. Nur Spaß. Macht's gut, Leute.